Moin, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute machen wir heute mal ein neues Thema mal kurz auf. Und zwar das Thema Kennenlernen. Für mich ist es kein Kennenlernen, wenn man Leute nur übers Netzwerk schreibt. Möchte ich jetzt hier auch nochmal ganz klar sagen. Man braucht mich nicht anschreiben, um mich dann irgendwie warm zu halten oder sowas. Das wird nicht mehr funktionieren, denn das geht vielleicht 2, 3 Wochen gut, wenn ich überhaupt mal so eine lange Geduldstoleranz habe. Ansonsten schieße ich die Leute zum Mond. Weil das ist einfach auch eine Sache, wo ich auch Probleme habe und auch nicht mehr mit umgehen kann mittlerweile. Das funktioniert überhaupt nicht mehr. Ich habe darauf ehrlich gesagt keine Lust drauf, wenn das jedes Mal immer so endet, dass ich dann sage, das geht nicht, das funktioniert nicht. Und das ist immer wieder dasselbe. Ne? Die Mädels. Das muss ich auch nochmal sagen, und das sage ich auch für die Jungs auch nochmal zur Erklärung, haben so eine mit der Membrane, dass sie Schiss haben, jemanden zu treffen und kennenzulernen. Für mich ist halt wirklich kennenlernen, dass man sich auch mal trifft zu einer Tasse Kaffee oder dass man sich irgendwie auf einer Parkbank oder sonstiges, dass man sich auch in Real Life kennenlernt. So, alles andere, was sich immer nur im Online-Bereich verhält, kann man wirklich sagen, ist fake. So, für Narzissten ist das Internet der perfekte Nährboden, da Leute kennenzulernen, warm zu halten mit. So, und ja, dadurch, dass die Mädels natürlich alle so eine Angst haben, irgendwo, irgendwen irgendwie mal im Real Life kennenzulernen, ist natürlich das Problem auch da, dass immer mehr diese Menschen auf narzisstische Persönlichkeiten reinfallen. Einfach mal überlegen, ob man vielleicht auch mal was wieder daran ändern möchte, ob man nicht doch wieder meint, normal Leute auch mal kennenzulernen. Denn ich kenne das nicht anders, dass man auch rausgeht, um auch, wenn man Leute kennenlernt, dass man auch dafür rausgeht. Und nicht immer nur schreibt. Für mich ist das nur noch Fake. So, und da kann man mir noch so schreiben, man ist verschwiegen und alles. Ich baue dadurch kein Vertrauen auf, sondern eher Misstrauen an der ganzen Geschichte, weil ich einfach das nicht mehr glauben kann. Weil einfach zu viel Schmuh mit meiner Person auch gezogen wurde. Das muss man einfach sagen. Das muss man auch nicht immer verstehen. Ne? Aber Fakt ist einfach, dass das für mich halt kein Kennenlernen ist. Bedenkt, für narzisstische Persönlichkeiten ist dieses Internetkram, Online-Dating und so weiter. Oder auch dieses sogenannte nur Schreiben in Anführungszeichen, der perfekte Nährboden, um seine innere Leere zu füllen, um seine Aufmerksamkeitssucht zu füttern. Weiß ich nicht, ob man das leben muss. Weiß ich nicht. Ich finde das nicht so gesund. Alleine schon durch den Corona-Piss ist das ja auch noch mal eine Nummer schlimmer geworden. Die Fälle häufen sich mit diesen Menschen. Das möchte ich ja auch noch mal dabei noch erwähnen. Und das ist halt wirklich auch mit Vorsicht zu genießen. So, wer wirklich neue Leute kennenlernen möchte, beispielsweise auch meine Person, werde ich das so machen, dass ich das nicht lange mitspiele, das Theater, und folglich bin ich dann auch weg und schieße dann auch die Leute nach kurzer Zeit zum Mond. Weil das in meinen Augen einfach nichts bringt. Ich habe einfach keine Lust mehr auf so eine Art von Scheiße. Ohne irgendwie auf irgendwas anzuteasern oder sowas, weil es ist letztlich nur noch Fake, Leute, wirklich. Es bringt reinweg gar nichts. Man wird dabei irgendwo auch enttäuscht und alles Mögliche, gekränkt mitunter, weil die das ja auch noch so super lustig finden. Diese narzisstischen Persönlichkeiten finden das ja so super lustig, Menschen zu quälen, und baden sich ja dann in dem Drama und in dem Leid des anderen, das muss man einfach sagen. Und ich weiß auch nicht, was daran nicht zu verstehen ist. Ich weiß nicht, was daran nicht zu verstehen ist. Alle jaulen rum, der ist ja narzisstisch, der ist ja böse und bababa. Also ich muss ehrlich sagen, dann braucht man sich natürlich nicht beschweren, wenn man natürlich auch keine Zeit investieren will und die Leute nicht persönlich kennenlernen möchte, weil ich muss dazu sagen, wenn man nämlich die Leute zu Angesicht trifft, kennenlernt und spricht, dann kriegt man natürlich auch schnell die Red Flags, nämlich von diesen narzisstischen Persönlichkeiten auch raus. Und dann kann man immer noch sagen, will ich das oder will ich das nicht? So, bei diesem Internetkram kann man das nicht mehr sagen. Ne?
Das sage ich so kurz und knackig, wie es ist. Passt auf euch da draußen auf. Guckt, dass ihr euch auch mal, wie früher auch, wie ganz früher auch, da wo das Internet noch nicht so präsent war, da hat man das ja auch nur so gemacht. Ich frage mich einfach, was das heutzutage ist mit diesem Kennenlernen. Man lernt sich nicht übers Netzwerk kennen, weil man kann so viel faken, verarschen und es ist wirklich so. Es ist alles nur noch fake. Passt auf euch auf. Die lügen sich selber in die Taschen und nicht nur selber, die lügen euch selber auch an. Alles so Dinge, die ich selber gehabt habe, die ich absolut nicht mehr möchte. Weil das sind auch Sachen, die machen krank, die saugen euch aus, die machen euch fertig. Weil sie mit sich selber nicht im Reinen sind. Weiß ich nicht, ob ihr das wollt.